Schlafen ist wichtiger als Essen. Das ist keine gewagte Aussage, das ist einfach eine Erfahrung. Und ich glaube, viele, die schon mal eine Radreise unternommen haben oder campen im Zelt über mehrere Tage gemacht haben, wissen, was ich meine. Und da wird, glaube ich, kaum jemand widersprechen. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch zur Vorbereitung auf meine nächste große Radreise, in einigen Tagen geht es ja los mit dem Peter-Homme-Kanal Black Max Richtung Polen. Wir sind dann da gut zwei Wochen, fast drei Wochen unterwegs. Und da macht es Sinn, nachts vernünftig zu schlafen. Und wenn man wie wir mit dem Zelt unterwegs ist, macht das auch Sinn, sich im Vorfeld da mal genau einen Kopf zu machen, seine Erfahrungen, die man hat, da einfließen zu lassen. Und ich habe mir überlegt, jetzt nicht großartig Kompromisse zu machen. Und darum möchte ich euch heute mal in diesem Video vorstellen, was ich da in diesem Jahr, im Unterschied zum letzten Jahr, auch eingepackt habe. In der Tasche hier vorne am Lowrider transportiere ich mein Zelt. Das ist also nicht in der Original-Zelttasche, sonst wird es hier nicht reinpassen. Habe ich also so da reingestopft, zeige ich euch gleich mal. In der Tasche hier hinten mein komplettes Schlafzimmer. Wenn ich dann da angekommen bin, wo ich übernachten möchte, wo ich mein Zelt aufbauen möchte, packe ich natürlich auch als erstes mal das Zelt aus. Und dann schauen wir mal, was ich hier in der Tasche alles drin habe. Als erstes, als oberstes habe ich jetzt hier einen Packsack. Das ist ein 8-Liter-Packsack. Den nutze ich, wenn das Zelt nass geworden ist, für die Außenhülle vom Zelt. Dann packe ich die immer hier rein. Kann ich euch gleich mal demonstrieren, genau wie ich das mache, wenn ich das Zelt dann wieder abbaue gleich. Dann als nächstes habe ich ein Ground Sheet. Ist kein Original Ground Sheet zu meinem Zelt. Ich habe so ein No-Name-Billigzelt, sag ich mal. Von daher gibt es da auch gar kein passendes Ground Sheet für. Also eine Ground Sheet ist ja eine Plane sozusagen, die man unter das Zelt packt, damit das Zelt von unten zum einen nicht schmutzig wird, noch ein bisschen geschützter ist. Ja, Schmutz vor allem oder Feuchtigkeit. Dafür das Ground Sheet. Als nächstes kommt bei mir dann schon das Zelt selber, das Innenzelt. Und ganz unten in der Tasche habe ich dann das Zeltdach, die Zeltplane. Die Stangen, die ich zum Zelt aufbauen natürlich auch noch brauche, passen nicht in diese 8 Liter Ortlieb Frontrollertasche. Ich habe ja auch noch die großen Backroller XL Taschen von Ortlieb und muss eben gucken, wo ich aufmache. Hier, da habe ich neben dem Schlafzimmer auch die Zeltstangen drin und die hole ich als erstes erstmal raus hier. So, Heringe und die Zeltstangen. Als erstes nehme ich also jetzt hier mein Ground Sheet. Ich verlinke euch die Sachen natürlich alle unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch angucken. Legt das hier hin, ist jetzt ja gerade heute Nachmittag hier nicht so windig. Aber es könnte jetzt ja auch windiger sein und darum mache ich das immer so, dass ich mir vier Heringe nehme. Das so ein bisschen, hups, provisorisch am Boden festmache. So, dann kann das schon mal nicht mehr wegfliegen. Das Zelt, wie gesagt, ja No-Name. Produkt von der Firma Black Deer jetzt hier, das Acheos 2. Black Deer heißt übersetzt hier schwarze Hirsch. Und das war eine Kooperation, die ich mit der Firma Obey hatte. Vor zwei Jahren haben die mir das zur Verfügung gestellt. Und die Firma Obey hat den Verkauf eingestellt vor einigen Wochen. Von daher ist es jetzt auch keine Kooperation mehr. Die Firma gibt es nicht mehr, das Zelt kann man nicht mehr kaufen. Das wurde aber Anfang des Jahres jetzt noch für 65 Euro, haben die ausverkauft. Von daher wirklich jetzt, wenn man so will, kein hochwertiges Zelt. Aber ich bin jetzt praktisch im, ja, zwei Jahre habe ich schon, werde das dritte Jahr damit unterwegs sein und ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ja, also für mich reicht das völlig aus. Das ist natürlich auch immer so eine Anspruchsgeschichte. Braucht man immer Marken? Ne? Müssen es immer die Markenklamotten sein? Oder reicht es auch mit Sachen, die einfach nur funktionieren? Und bei dem jetzt hier bin ich völlig zufrieden. Das ist ein Zwei-Personen-Zelt. Da würde ich mit zwei Personen natürlich niemals drin übernachten. Das zeige ich euch gleich auch, warum. Ich brauche einfach den Platz auch alleine mit meinen Sachen. Und es hat schon einen großen Vorteil, weil es halt ein freistehendes Zelt ist. Ich könnte damit jetzt noch rumlaufen, wenn ich feststelle, ist eine Unebenheit oder ich schlafe kopftief oder fußtief, was ich gar nicht möchte. Oder finde halt noch einen besseren Spot. Oder ich möchte es morgens trocknen und in der Sonne drehen. Das ist ein großer Vorteil, wenn man ein freistehendes Zelt hat, was man nicht abspannen muss. So, dann in das Dach drüber.
Das Dach wird einfach auch nur hier eingesteckt in so Schnappverschlüsse. Dann nehme ich die Heringe hier wieder raus. Das schiebt besser unters Zelt. Falls es regnen sollte, sonst läuft mir das Wasser ja unters Zelt. Und die beiden Heringe, die ich jetzt da rausgezogen habe, nutze ich jetzt hier vorne. Und das reicht eigentlich schon, wenn es nicht großartig windig ist, steht das Zelt so. Und ich habe natürlich noch die Möglichkeit, das mit Schnüren abzuspannen, aber spare ich mir eigentlich immer. Wenn ihr das Video jetzt schaut, weil ihr noch auf einer Suche nach einem Zelt seid, weil ihr sowas noch nie gemacht habt und jetzt Inspiration sucht oder Tipps von Leuten, die das schon ein paar Mal gemacht haben. Ich habe die besten Erfahrungen mit Zelten wie diesem hier, das die sogenannte Abtisse hier hat, dass ich praktisch außerhalb der Schlafkabine an beiden Seiten den gleichen Raum habe. Das Zelt ist also beidseitig seitengleich, dass ich hier drunter was trockenstellen kann. Dass ich hier also nachts meine Fahrradtaschen drunter stellen könnte, dass sie nicht nass werden. Am besten so, dass sie gegen das Zelt liegen, könnte man zum Beispiel machen. Oder ich könnte mir morgens auch meinen Kocher rausstellen, Wasser kochen, meinen Kaffee kochen, wenn es draußen regnet, und bin trotzdem dann im Trockenen. Aber ich mache den Kocher ja nicht direkt in der Schlafkabine an. Das würde ich nicht machen, aber so habe ich auch schon Kaffee gekocht. Das ist die eine Sache. Obwohl ich, wenn es jetzt wirklich richtig dolle regnen würde, die Fahrradtaschen gerne am Fahrrad lasse, weil dann stehen sie auch nicht auf dem Boden im Wasser. Ist auch eine Möglichkeit, aber hier habe ich halt die Möglichkeit, was abzustellen. Und dann machen wir direkt weiter, was jetzt aus meinem Schlafzimmer, meiner Schlafzimmergepäcktasche hier als nächstes rauskommt. Und zwar, ups, das war der falsche. Habe ich noch ganz neu. Großen Taschen. Als nächstes habe ich hier dieses kleine aufblasbare Sitzkissen, was ich allerdings zweckentfremde. So. Mal ein bisschen Luft rein. Wir kommen jetzt auf dem Campingplatz an. Zelt ist aufgebaut. Boden ist noch ein bisschen klamm, weil es ein bisschen feucht ist. Oder morgens beim Raussteigen auch. Das Ding lege ich mir hier hin. Und so habe ich immer die Möglichkeit, wenn ich ins Zelt rein will, die Knie drauf, bin trocken drin, alles gut, das klappe ich dann hier hoch. Oder wenn es nachts ist, nehme ich es teilweise auch mit rein, weil sonst draußen ja auch klamm und nass werden würde. Und wenn ich mal raus muss nachts oder morgens aufstehe und der Boden hier ist feucht, das ist zwar ein Regenschutz, aber trotzdem hast du ja je nach Jahreszeit dann oder meistens eigentlich auch ein bisschen Tau auf dem Boden, das Ding da hinschmeißen, eben die Knie drauf, in die Schuhe. Und fertig, nicht schmutzig geworden, nicht nass geworden. Schlafen ist wichtiger als Essen, habe ich eingangs gesagt. Und das meine ich auch wirklich so. Wenn ihr euch mal vorstellt, seid jetzt wirklich mehrere Wochen unterwegs mit dem Rad den ganzen Tag. Auch wenn es ein E-Bike ist, ist anstrengend, man muss trotzdem treten den ganzen Tag. Man hat schlecht geschlafen, was das doch auf die Laune auch geht. Aber es haben auch noch Rückenschmerzen, wenn man morgens aufwacht. Und das sind so Sachen, da sollte man keine Kompromisse machen. Ich mache das ja schon seit einigen Jahren. Ich bin jetzt nicht der Ganzjahres-Tourenfahrer, das ist jetzt schlechthin, jetzt nicht. Darum reicht mir jetzt auch ein völlig kostengünstiges Zelt. Hatte im letzten Jahr auch eine kostengünstige Matratze von Gimolais. Ich glaube 40, 45 Euro kostet die. Auch super mit zufrieden, 12 cm dick. Für mich als Seitenschläfer, wenn man die nicht ganz stramm aufpumpt, super Sache, dass sich das Ganze ein bisschen angepasst hat. Hat in Vorbereitung auf die nächste Tour jetzt halt, fast 3 Wochen sind wir da unterwegs, mir halt nochmal im Keller angeguckt, was habe ich denn da eigentlich? Und jetzt auch nicht nur mindere Qualität, diese hier von Thermarest, die ich jetzt mitnehmen werde, die Trail Pro zum Beispiel, kostet 170 Euro. Ist ja praktisch viermal so teuer wie die von Gimolais, obwohl sie nur halb so dick ist, aber sie ist auch deutlich bequemer. Und sie war bei mir im letzten Jahr ins Hintertreffen gelangt, weil sie halt ein riesen Packmaß hat. Sie ist halt ein ordentlicher Klopper und das hat halt einen bestimmten Grund. Das zeige ich euch mal eben, warum die dieses Packmaß hat. Jetzt mal eben hier die Komprimierung ein bisschen lösen. Dann haben wir erstmal den Pumpsack raus. Pumpsack ist eine praktische Sache, dass man Luftmatratzen nicht mit dem Mund aufpustet. Weil wenn man mit dem Mund aufpustet, kommt ja immer Feuchtigkeit da rein aus dem Atem. Und dann können die von innen auch schimmeln. Und das möchte man ja nicht, gerade bei so teuren, hochwertigen. Dass die nach ein paar Mal Gebrauch, wenn sie mal ein paar Wochen rumgelegen haben, dann gleich anfangen zu schimmeln. Ja, wenn man den Verschluss hier ganz aufmacht, den Knebel, dann wird es ja auch noch einfacher gehen. So.
Und da ist das gute Stück. Ich öffne die jetzt mal, weil dann fängt die schon von sich aus an, jetzt Luft zu ziehen. Die hat halt den Vorteil, dass die so eine Gebäckstruktur hier hat. Ne? Das kann man also richtig fühlen. Sieht man jetzt ja auch, dieses Rippel hier. Da blase ich die Luft gleich rein. Und dann habe ich halt eine richtig bequeme Liegefläche. So. Da muss ich mir überlegen, wie ich euch gleich zeigen kann, wie ich bequem liege. Ich könnte ja auch nur so tun. Macht natürlich keinen Sinn, ne? Also euch das vorzumachen. So, Pumpsack, eine ganz feine Sache. Der ist auch gar nicht von Thermarest, weil der mit 30 Euro zu teuer war, muss man sich ja vorstellen. Ne? Für so eine Tüte wollen die 30 Euro haben. Und ich habe mir einfach von C2 Summit, den hatte ich noch, mit dem 3D-Drucker hier einen kleinen Adapter gedruckt. Geht auch. Um mich dann zu orientieren, wie stramm ich die mache, mache ich es eigentlich immer so, dass ich auch bei der G-Moonlight, dass wenn ich sitze, so wie jetzt hier sitze, auf der Matratze sitze, dass ich dann durchsitze bis auf den Boden, dass ich dann den Boden merke, den Zeltbogen, wenn ich mich hinlege, verteilt sich das mit der Luft ganz gut, dass man eigentlich bequem liegt. Das hat bis jetzt immer bei mir ganz gut geklappt. Ja, wie kann man jetzt zeigen, dass es bequem ist? Man kann es nicht sehen, dass ich nicht durchliege, aber es ist so. Die ist 6-7 cm dick, die ist super bequem, halt durch dieses Gebälk. Und für mich als Seitenschläfer halt eine super Sache. Und sie macht keine Geräusche. Ne, wenn man das mal vergleicht, ich habe die G-Moonlight jetzt hier nicht ausgepackt. Das knistert doch ganz gut, wenn man eine reine, kostengünstige Kunststoffmatratze hat. Als nächstes jetzt der Schlafsack. Ich war jetzt 5 Jahre super zufrieden unterwegs mit meinem Down-Schlafsack von Kescher. Super Sache, immer gut warm gehalten, Reißverschluss funktioniert noch. Der hat so einen, der ein bisschen quer läuft, dem also auch gut auf und zu machen kann, dass man gut drankommt. Und habe mich jetzt, ich muss schon fast sagen, schweren Herzens, weil man mit Sachen zufrieden ist, warum kauft man sich da neue, für diesen Defense 1 von Carinthia entschieden. Carinthia ist eine österreichische Firma, Militärausstatter, stattet auch die Bundeswehr aus mit Schlafsäcken und Kleidung und so weiter und das österreichische Heer. Und der hat den großen Vorteil, dass er keine Daune hat, dass es keine Daune ist, dass praktisch der Schlafsack auch mal nass werden darf. Und das kann ja auch gut mal sein, bisher immer Glück gehabt bei meinen Kurztrips, dass im Schlafsack nichts passiert ist. Und wenn Daune nass wird, fängt die an zu klumpen. Wäschetrockner hat man in der Regel nicht dabei, dass man die und Tennisbälle, die man mit dem Wäschetrockner packen kann, dass man die Daune wieder fluffig bekommt. Von daher jetzt hier der Defense 1 von Carinthia. Gibt es halt in verschiedenen Defense-Stufen. Es gibt den Defense 1, den, oh, ist kein Quatsch erzählen hier, sonst wird der Peter wieder mit mir schimpfen. Defense 4 und ich glaube Defense 6. Und der 1er hier ist für normale Temperaturen bis runter zum Gefrierpunkt geeignet. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal benutzt in diesem Jahr. Ich war schon ein paar Mal zelten. Und der hat für mich als Nachteil, wenn du so willst, einen längst durchgehenden Reißverschluss. Aber als Vorteil, wie gesagt, die Synthetikfüllung, keine Daune. Und was hat er noch? Dieser Reißverschluss hier, sogenannter, heißt das so? Aber es ist so ein Fluchtreißverschluss halt, wenn man schnell mal raus muss, dass man dann einfach aufreißen kann und dann sofort offen ist. Ist bei militärischem Bedarf vielleicht manchmal auch gar nicht so blöd, dass man Sachen schnell gehen. So, den packe ich jetzt mal auch noch hier rein. Ja, und zu guter Letzt, vernünftiges Kopfkissen ist mir auch nicht ganz unwichtig. Darum hier dieses Kopfkissen, ich weiß gar nicht, welche Marke ist das denn? Wird doch irgendwo dran stehen. Made in Irland. Ja, okay. Ich meine, das ist auch von Thermarest. Ach, da steht es ja auch. Von Thermarest. Und das ist auch so eine Synthetikfüllung. Keine Daune, kann also auch nass werden, kann man Maschine waschen, habe ich auch schon ein paar Mal gewaschen, super Sache. Kann man komprimieren zum Transport und hat ein vernünftiges Kopfkissen, sodass ich hier vernünftig auf der Seite liegen kann. Und ich sage euch, ah, oh, herrlich. Das erste, was ich vorhin aus meinem Frontroller ausgepackt habe, war ja der 8-Liter-Packsack. Und die Aufmerksamen von euch, die genau hingeguckt haben, haben es gesehen. Ich habe es gerade auch gesehen, ist ein ordentlich 22-Liter-Packsack. So ein bisschen groß für einen 8-Liter-Packsack. Das heißt, es ist der falsche, der gehört gar nicht rein in die Tasche. Falsch gepackt, junger Mann. Gut, dass ich das Video heute mache. Und das ist der Packsack, das ist No Name. Und wofür ich den nutze, zeige ich euch. Ich nehme mal eben hier das Dach runter und dann demonstriere ich das mal.
So, die Campingnacht ist vorbei. Wir haben gezeltet, wollen wieder einpacken. Aber es hat geregnet. Die Sonne steht noch nicht so hoch, wenn man früh morgens losfahren will, dass das Zelt wirklich trocken wird. Was macht man dann? Wenn man das zusammen jetzt mit dem, hier muss ich noch losmachen. Mit dem Innenzelt einpackt in die Fahrradtasche, kann man natürlich machen, hat man nachher ein feuchtes Innenzelt. Und wenn man es wieder aufbaut, ist dann ja oft auch nicht unbedingt sonnig und warm, dass das dann sofort alles wieder trocknet, hat man das Problem, dass man eine ziemlich feuchte Schlafkammer für die nächste Nacht hat. Und das ist auch wirklich nicht angenehm, in so einem feuchten Zelt zu schlafen, wahrscheinlich auch nicht gesund auf Dauer. Von daher mache ich das dann so, dass ich dann praktisch die nasse Zeltfolie hier runternehme. Abschütteln, nicht so nah an das Zelt natürlich ran damit und dann in diesen Packsack stopfen. Der Vorteil von diesen Packsäcken ist, dass man das Ganze ziemlich komprimieren kann. Ich kann also hier mal ordentlich drücken, dass ich es zum einen klein bekomme, zum anderen aber auch die Möglichkeit habe, wenn ich hier ordentlich drücke und das Ganze dabei ein bisschen auf den Kopf halte, das ist jetzt zum Beispiel nass, dass ich es hier wieder aufmache und ein Teil von dem Wasser schon mal wieder rausläuft. Das klappt ganz gut. Richtig trocken kriegt man es damit nicht, aber dann ist es halt für den Transport auch nicht wirklich schwer. Und dann habe ich das Dach hier drinnen getrennt von dem Innenzelt und kann das Innenzelt dann in der Tasche nicht nass werden. Ja, das war's jetzt schon mit meiner Vorstellung der Campingausrüstung für meine Radreise 2024 hier. Und nochmal, wenn ihr auf der Suche nach einem Zelt oder sowas noch nie gemacht habt, kauft euch keine teuren Sachen, nachher macht das gar keinen Spaß. Ihr habt dann so viel Geld ausgegeben und wisst nicht, was ihr damit machen sollt, ihr müsst das dann billig weiterverkaufen. Andererseits natürlich, wenn man sich jetzt nur billige Sachen kauft, die dann keinen Spaß machen, dann kriegt man auch nie Spaß daran. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo so in der Mitte. Also Matratze wollte ich jetzt keinen Kompromiss mehr machen. Gut, 170 Euro. Aber muss man mal selber gucken, halt, wenn man ein bisschen schwerer ist, so wie ich, macht das einfach Sinn, wenn man Spaß an dem Hobby haben will, dass man auch vernünftig schlafen kann. Zelt finde ich jetzt nicht, dass es Sinn macht, sich zum Beispiel von MSR ein 400-500 Euro Zelt zu kaufen. Für mich macht das keinen Sinn. Das wiegt zwar ein Kilo mehr, aber wenn ich gucke, was ich sonst noch alles so einpacke, kann ich das Kilo ja besser an anderer Stelle irgendwo sparen, als jetzt unbedingt fünfmal so viel auszugeben für ein Zelt, wie man eigentlich muss. Eine Polarexpedition würde ich mit so einem Zelt natürlich sowieso nicht machen. Dafür ist das ja nicht gedacht. Das sind ja auch ganz andere Herausforderungen. Das ist ja einfach für Mitteleuropa, sag ich mal, wo wir jetzt unterwegs sein werden. Das ist Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowakei und Polen. Für die Ecke, da reicht das völlig aus. Ne? Da werden wir jetzt nicht irgendwie im Schnee kampieren oder auf dem Gletscher oder sonst was. Das ist einfach ganz normaler Boden irgendwo bei ganz normalen Temperaturen, die man im Juni, Juli so hat. Ja, das soll es jetzt, wie gesagt, gewesen sein. Hier vielen Dank fürs Zuschauen. Die Artikel verlinke ich natürlich in der Videobeschreibung. Sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Swobo. Ciao.